Heute der spannendste Next Move Test ever. Wir testen das Tesla Model 3 gegen das Tesla Model 3. Beides Heckantrieb aus den USA importiert. Beide mit Nokian Winterreifen, beide mit Aerofelgen, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied. Ich habe ein KW-Gewindefahrwerk der Variante 3 verbaut mit 3,5 cm Tieferlegung. Straßenlage? Perfekt, es klebt auf dem Asphalt. Bringt es auch was auf der Autobahn? Ist es sparsamer? Wir probieren es aus. So, das heißt eine Runde, 150, Klimaanlage 19 Grad, Trip machen wir auf der Autobahn über Funkgeräte, wenn wir Reisegeschwindigkeit erreicht haben, 3,1 Bar, 3,1, Heizung 19 Grad, Stufe 1, richtig? Gut. Jetzt los. Wir haben noch ein paar Absprachen getroffen, wie wir beschleunigen. Wir versuchen natürlich beide möglichst sparsam zu fahren. Autopilot nur bei freier Fahrt. Wir fahren beide im Chill, versuchen soft hochzuziehen. Haben uns also auch über die Fahrweise abgestimmt, wie wir die Autos bewegen. So, welche Strecke fahren wir? Wir haben wieder uns für die Hausstrecke entschieden. Eine Runde rund um Leipzig. A9, A14, A38 und dann wieder auf die A9. So, die Runde ist rum. 94 Kilometer ungefähr sind wir gefahren. Und ich habe einen Verbrauch von 227 Wattstunden pro Kilometer. Und das Model 3 mit dem Gewindefahrwerk hat 21,7 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometern. So, eine Kilowattstunde weniger Verbrauch auf der Autobahn bei 150, sofern verkehrsbedingt möglich. Weil in der Test heute immerhin 4,5% sparsamer auf der Autobahn. Ja, das war die erste Runde sozusagen. Der erste Test der beiden heckangetriebenen Tesla Model 3 brachte einen Unterschied von 1 Kilowattstunde auf 100 Kilometer. Das war schon mal ein guter Ausgangswert, aber wir hatten noch nicht so ein sicheres Gefühl, weil die Autobahn relativ voll war und wir bei unseren Tests immer versuchen, möglichst gleichmäßig fahren zu können. Das war nur teilweise gegeben, weil man schon, wenn mal vor einem einer ausschert, hat man einen Windschatten oder wird ausgebremst. Das kann also Einfluss auf das Testergebnis nehmen. Und wenn wir hier im einstelligen Prozentbereich Testergebnisse herausfinden wollen, haben wir uns entschlossen, sozusagen noch einen draufzusetzen und noch mal intensiver nachzutesten. Wir kriegen auch regelmäßig Kommentare zu unseren Tests, was den Testansatz geht, das heißt die Fahrweise, die wir ausgeben, wie wir es fahren, dass es zu wenig mit Alltag zu tun hat. Das stimmt natürlich, es hat weniger mit Alltag zu tun. Zum einen die Klimaanlage aus oder nicht auf Wohlfühltemperatur eingestellt. Das nächste wäre Geschwindigkeit zu langsam oder zu schnell, ausrollen lassen statt rekuperieren. Und das Ganze dient eigentlich nur einem Zweck, nicht um das Auto besser oder schlechter abschneiden zu lassen, sondern wir wollen den Faktor Mensch aus dem Spiel nehmen und das Ganze möglichst vergleichbar machen. Wenn ich also in eine Autobahnausfahrt oder in ein Autobahnkreuz hinein rekuperiere, ist also der Unterschied in der Stärke der Rekuperation und wo ich meinen Rekuperationspunkt wähle, hat einen Einfluss auf den Verbrauch des Fahrzeuges. Wenn beide Fahrzeuge ausrollen, auf N sozusagen langsam Geschwindigkeit abbauen, sind diese Unterschiede geringer und der Test oder die Werte am Ende besser vergleichbar. Ja, wir wollen also damit auch den unterschiedlichen Fahrstil und das individuelle Fahrverhalten von Testfahrern durch konkrete Ansagen und konkrete Absprachen sozusagen ausschließen, dass die auf den Test möglichst keinen Einfluss nehmen. Wir werden am Ende sehen in den Werten, dass es uns relativ gut gelungen ist. Es gab also eine Testwiederholung. Insgesamt sind für beide Tests 800 Testkilometer mit den drei Autos gefahren worden. Im Folgetest haben wir noch ein Model 3 Allrad mit an den Start genommen. Gefahren wurden Sonntagmorgen 3 Runden rund um Leipzig. Jetzt inzwischen alle Fahrzeuge auf Sommerreifen umgestellt. Schauen wir rein.
ringfrei zur nächsten Runde. Und zwar haben wir am Start ein Tesla Model 3 US Import Heckantrieb mit einem kW Gewindefahrwerk. Das Auto liegt 4 cm tiefer als normal. Das zweite ein Auto ohne Umbau, also auch Long Range Heckantrieb gegen ein Tesla Model 3 Allrad. Und wir wollen schauen, was brauchen Sie auf der Autobahn? Haben Sie wirklich unterschiedliche Reichweiten? Heute ist Sonntagmorgen. Wir hoffen, dass wir freie Fahrt haben und bessere Testbedingungen als beim letzten Mal. Wir wollen es ganz genau wissen und überprüfen unseren eigenen Test sozusagen heute im Testvideo mit drei Tesla Model 3 gegeneinander. Wir haben uns für 3,0 Bar entschieden. Und eben alle drei Autos noch auf identischen Luftdruck, ringsherum alle vier Räder gebracht und checken dann gleich nochmal gegen, was der Bordcomputer sagt. Aber wir haben vorher mal geprüft und das, was die Luftstation anzeigte, passt ganz gut. So, wir sehen, Strategie ging auf. Wir können hier sehr sauber durchrollen mit 150. Ein Tesla Model 3 sehe ich da, das andere sehe ich hier oben im Rückspiegel, äußere Spurgerade. Läuft sehr flüssig. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Kommen wir zu Fazit und Auswertung unserer Testergebnisse. Die Werte waren also klar abgegrenzt. Das heißt, es gab nur wenig Schwankungen pro Fahrzeug zwischen den Runden, aber zugleich deutliche Unterschiede zwischen den Autos, was für belastbare Testergebnisse spricht. Rausgekommen ist Folgendes. Fahrzeug mit Heckantrieb und kW-Fahrwerk, also tiefer gelegt, 211 Wattstunden pro Kilometer. Fahrzeug mit Heckantrieb und Serienfahrwerk, 225 Wattstunden. Pro Kilometer und der Allradantrieb 233,5 Wattstunden pro Kilometer im Durchschnittsverbrauch. Der Bordcomputer-Reset erfolgte jeweils für alle Runden an der Autobahnraststätte. Wir sind also jedes Mal runtergefahren von der Autobahn, um vergleichbare Streckenlängen zu haben, denn dort gab es Differenzen von einem Kilometer auf die 94 Kilometer Runde zwischen den Fahrzeugen, die wir also sozusagen die Verbrauchswerte um diesen 1 Kilometer bereinigt haben. Die Ursache dafür ist vermutlich der unterschiedliche Umfang der Reifen aufgrund dessen, dass die halt unterschiedlich abgefahren waren. Neue Reifen, alte Reifen. In Prozent, wie viel sind das in prozentualem Unterschied? Der Heckantrieb mit dem Serienfahrwerk hat also 7% mehr gebraucht und das Allradfahrzeug 11% mehr. So, was bedeuten diese Unterschiede nun für die Reichweite der Fahrzeuge auf der Autobahn? Wir haben es mal versucht auszurechnen, ist also eine rechnerische Ermittlung auf Basis von 72 Kilowattstunden Entnahme aus dem Akku. Eigentlich hat das Model 3 mit der maximalen Reichweite ungefähr 75 Kilowattstunden. Aber wenn ich schnell fahre, führt das dazu, dass ich vermutlich eine geringere Entnahme habe. Das heißt, wir haben auf 72 mal gerechnet, den Akku einmal leer fahren. Model 3 mit Fahrwerksumbau würde dann vermutlich schaffen 341 Kilometer gegenüber dem normalen Heckantrieb 320 Kilometer, gegenüber dem Allradantrieb 308 Kilometer. Das sind also die beiden Hecktriebler verglichen mal eben 21 Kilometer Reichweitenunterschied. Und die können schon auf der Langstrecke den Unterschied machen, ob man vielleicht mal einen Supercharger überspringen kann, dass man etwas beruhigter oder die Insassen etwas beruhigter sind, weil man etwas mehr Reserve hat. 7% geringer Verbrauch heißt natürlich auch weniger Kosten auf Lebenszeit des Fahrzeuges, weniger Stromkosten, weniger Zeit am Supercharger stehen fürs Nachladen. Wenn ich weniger brauche, muss ich weniger nachladen. Damit kriegt das Auto auch weniger Ladezyklen und der Akku lebt sogar vielleicht am Ende ein bisschen länger oder man hat auf einen gleich alten Akku sogar noch ein bisschen mehr Kapazität, wenn man an dieser Stelle einsparen kann. Wir haben jetzt auf Basis von 18 Zoll Felgen getestet, was man natürlich sagen muss, wenn man jetzt 19 Zoll Felgen oder sogar Performance 20 Zoll Felgen hat, dass dann die Fahrzeuge vermutlich auch nochmal mehr verbrauchen werden. Das alles natürlich bezogen auf die getesteten Bedingungen bei uns bei der Testfahrt mit flotter Fahrt auf der Autobahn von 150 km pro Stunde. In fast allen Ländern der Welt darf man gar nicht so schnell fahren, in Deutschland darf man es noch.
Und es ist auch der Bereich, wo das Model 3 bezogen auf seine schnelle Ladegeschwindigkeit auch am schnellsten ist. Will sagen, das Model 3 lädt so schnell, dass es gar keinen Sinn macht, langsamer zu fahren und dadurch Energie einzusparen. Insofern also durchaus ein realitätsnahes Testszenario für eine Langstreckenfahrt. Zwei Ergebnisse also. Das Model 3 ist mit einem Heckantrieb auf der Autobahn sparsamer als ein Allradmodell. Und das Model 3 mit dem Fahrwerksumbau ist wiederum sparsamer als ein Serienfahrzeug. Warum ist das so? Also der zweite Punkt, wir gehen davon aus, dass es in der tieferen Straßenlage des Fahrzeuges begründet ist und die einen geringeren Luftwiderstand zur Folge hat. Beim Tesla Model S und X ist es ja auch so, dass man dort ein Luftfahrwerk hat und Tesla in den Einstellungen dieser Fahrzeuge die Option bietet, ab bestimmten Geschwindigkeiten erst das Fahrzeug auf eine niedere Fahrwerkshöhe einzustellen. Man stellt dann also zum Beispiel ein 90 plus und wenn man eine Fahrgeschwindigkeit von 90 km/h erreicht, geht dann ein Model S oder Model X mit Luftfahrwerk automatisch auf eine niedrigere Fahrwerkshöhe, was zum einen möglicherweise eine bessere Straßenlage bringt, aber vermutlich auch weniger Luftwiderstand und dadurch mehr Reichweite. Ob auch der bessere Kontakt des umgebauten Fahrwerks zur Straße einen Einfluss hat, das wissen wir nicht. Wenn ihr eine Idee dazu habt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja, das Model 3 mit der großen Batterie und dem Heckantrieb ist also das Model 3 mit der größten Reichweite. Aktuell kann man es nicht bestellen. Es war auch nie so richtig offiziell im Konfigurator in Deutschland, vermutlich in ganz Europa. Man konnte es, da gab es auch eine E-Mail von Tesla, also schon so semi-offiziell, in den Stores bestellen, allerdings nur für einige Wochen. Jetzt ist es wieder rausgeflogen. Die gleiche Situation hatten wir aber auch schon mal in den USA. Dort war es das erste Auto die erste Variante des Model 3, die überhaupt verkauft wurde. Dann war es rausgeflogen, dann wieder da. Es bleibt also spannend bei Tesla, kann also durchaus sein, dass diese Variante demnächst wieder bestellbar ist. So, 7% sparsamer, das ist schon eine fette Hausnummer. Was hat es auf sich mit dem speziellen Fahrwerk? Nextmove hat also dieses Fahrwerk gemeinsam mit KW entwickelt. Projektleiter sozusagen war der Christian, der ist jetzt bei mir und ich habe noch ein paar Fragen an den Christian. Er war auch einer der Testfahrer im Video und ist das Auto also auch schon länger gefahren. Christian, das Fahrwerk, was kostet es? Also derzeit das Fahrzeug, was wir verbaut haben in unserem US-Hecktriebler-Modell, kostet 1.199 Euro. Und gibt es das auch für Allrad? Das gibt es auch bald für Allrad. Ich hoffe, dass wir in 2 bis 3 Wochen ungefähr das Fahrwerk dann auch zum Verkauf anbieten werden, weil das eine komplette Neuentwicklung war aufgrund der neuen Vorderachse. Und Preis ist der gleiche, oder? Nein, es wird nicht der gleiche werden. Dadurch, dass die Vorderachse für das Fahrwerk neu konstruiert werden musste, gibt es jetzt diese Gabel dazu. Und wir werden wahrscheinlich bei ungefähr 2.200, 2.300 Euro liegen. Okay, und kann ich das selbst einbauen oder muss ich da zu Tesla? Wer baut das ein? Zu Tesla musst du nicht unbedingt. Es gibt Fachwerkstätten, die wir dann zusammen raussuchen, wenn ihr euch mit mir dann in Verbindung setzt. Wenn ihr es dann bei einem KW-Vertragshändler quasi mit einbaut, dann kriegt ihr auch eine 5-Jahres-Garantie und das suchen wir einfach zusammen dann raus. Und dann muss es, glaube ich, noch eingetragen werden? Uneingetragen werden muss es auch noch, das ist völlig korrekt. Das übernimmt dann entweder die Werkstatt mit zusammen mit dem TÜV, aber das Gutachten kommt auf jeden Fall von KW mit. Und die Höhe, wir waren es im Test bei 3 oder 4 Zentimetern, ist das fix oder kann man da was verstellen? Du kannst es grundsätzlich fast stufenlos verstellen, von 25 mm bis 50 mm. In unserem Fahrzeug sind wir ungefähr auf 40, 45 mm runtergegangen. Das heißt, du musst nicht tiefer legen, du kannst und du kannst auch sehr dezent. Und wir hatten vor 2 Wochen beim E4 Testival auf dem Hockenheimring das Fahrwerk mit am Start. Da hast du die Probefahrten betreut. Wie war so das Kundenfeedback? Sehr positiv, sehr positiv. Selbst Leute, die nicht fahrwerksaffin oder rennsportaffin sind, haben es definitiv bemerkt, dass wir eine extremste direkte Straßenlage mit dem Fahrzeug haben. Und je nach Platzlage haben wir dann das Fahrzeug auch durchaus mal um die Kurven richtig gescheucht, um das Fahrwerk quasi richtig ins richtige Licht zu stellen. Und was kannst du zum Fahrverhalten sagen? Ist es nun besser oder wie kann man es beschreiben? Also im Gegensatz zum US-Modell in der ersten Auslieferung ist es natürlich Welten besser. Und der Vorteil ist, dass du eben das Fahrwerk in so vielen Möglichkeiten einstellen kannst, dass du eben von einer Urlaubsfahrt mit der Familie auf die Rennstrecke gehen kannst mit relativ wenigen einfachen Klicks in eine extremste
ja, sag mal, Rennsportvariante wechseln kannst mit einem und demselben Fahrzeug. Und das Auto aus dem Video, kann man das probefahren? Wo kann man es testen? Das könnt ihr probefahren. Derzeit ist das Fahrzeug in München verfügbar. Das heißt, auch einfach in Verbindung mit uns setzen. Dann gucken wir, wo das Fahrzeug steht. Und dann könnt ihr das Fahrzeug auch explizit mieten. Genau. Probefahren heißt bei Next Move mieten. Ja. Und wenn ich das Fahrwerk dann haben will, was kann ich dann tun? Einfach bei mir melden. Wir blenden eine E-Mail-Adresse ein oder schreiben die in die Beschreibungsbox. Und dann kümmere ich mich um euch. Ja. Soweit zu dem KW-Fahrwerk und zu unserem Test. Ich hoffe, es war spannend für euch zu zeigen, dass man Elektroauto und Tuning, dass es nicht nur optische Einflüsse hat, was man immer beim Tuning unterstellt, sondern dass es tatsächlich auch Reichweite bringt. Ich hoffe, es war spannend. Schreibt uns gerne eure Kommentare unter das Video und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten spannenden Next Move Test. Tschüss!